Willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origin mit mir, dem Jan. Ich habe mich gerade hier neu eingeloggt und habe dann diese Höhle gesehen und gucke jetzt mal, was da drin ist. So. Ja. Das Ohr. Finde die antike Tafel. Jetzt hier was zu plündern. Ach du Scheiße. Du kannst dich durch diese Spalte zwängen. Ich geh mal hier oben. Weil hier was zu plündern ist. Schon sehr groß hier. So. Das musste ich jetzt nicht finden. Ist das ein Schatz? Das ist eine Schatzkammer, würde ich sagen. Und hier kann ich nichts mitnehmen, außer hier. Wie soll ich das denn öffnen? Schießen? Gar ein Tor hat geöffnet. Also bin ich eben den richtigen Weg gegangen. So. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Habe ich das geschafft? Ohne dass ich es wirklich gesucht habe. So. Steigt nicht da drauf. Mann. So, jetzt muss ich gleich zurückgehen. Warte, hätte ich eben sofort hier hingehen können. Und die Antwort ist. Was finde ich denn hier oben? War zugeschüttet. Lang Gang, wo nichts ist. Doch, hier ist wieder was zu looten.
plündern. Hier ist wieder was zum Lesen. Wisst, dass Kade an diesem prächtigen Gebäude gearbeitet hat, bis er starb. Er war ein Steinmetz. Schön. Hier war noch zu was zu plündern. Was leuchtet da hinten aus? Oder auch nicht, ich muss hier unten durch. Und jetzt muss ich eine Fackel wieder nehmen. Damit ich auch was sehe. So. Wieder weg, Fackeln, die ganzen Spinnenweben. Wie riesig das hier ist. Da ist ein Ausgang. Da war da noch was zu planen. So, wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich aber nicht rein, oder? Nee. Also ich glaube, hier gibt es verschiedene Wege rein und raus. So. Was bedeuten die Zeichen da an der Seite, weiß ich nicht. Ja, komm, ich muss da jetzt nicht nochmal hin. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nach hier oben. Ist ja nicht nur eine Pyramide hier drin. Ich glaube, dass ich mal wieder zurückgehen werde und die nächste Mission mache. Ich nehme mal das hier. Ausrüstung. Warum steht da, dass ich von Nahkampf was Neues habe hier? Habe ich auch nicht. Habe ich schon aktiviert. So. Ein Schild habe ich kein besseres. Und was hier eigentlich kann herstellen. Ich stelle hier mal das hin. Armschiene. Und Brustschutz. Stabilisierungshandschuh. So. Jetzt geht es auf die Karte, wollte ich noch. Ich kann das auch noch herstellen. Ach, mach ich dann auch noch. Karte. So, ich wurde ja letztes Mal hier hingebracht. Hier sind auch meine Quests. Hier sind halt immer nur Fragezeichen. Und da hinten. Ich reite einfach mal wieder hier zurück. Ich befinde mich da hinten, okay. Aber erstmal hole ich hier den Aussichtspunkt. So. In die Richtung. Ach, da sind dann die. Und was macht das Pferd hier?
Was ist er? Ja, geil. Ha! Da bist du ja! Wieso kann ich nicht hier hinkriegen? Was ist das für ein... Oh. Schön. Schöner, lächelnder Junge. Oh. Ha! Was? Jetzt reite ich mal den Teil hinterher. Des göttlichen Löwen. Was? Mein Sohn, du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Und du wirst sie bekommen. Was? Sternbilder hier finden? Magi sind den Göttern verpflichtet. Wir müssen stark sein und bereit zum Kampf. Aber wir dürfen nur kämpfen, wenn es gerecht ist. Ich werde hart trainieren, Papo. Ich will stark sein und jagen können wie du. Du kannst jetzt schon besser mit den Waffen umgehen als viele Männer. Du wirst ein großartiger Magi-Sohn. Wie Mama sagt, mögen sich deine Siege vervielfachen. Ich muss die das göttliche Löwin.
schön zu wissen. Also wenn ich hier manchmal lang reite, werde ich auf jeden Fall solche Dinge finden. Was schreit der hier? Verlorene Krypta. Ist das ein Rebellenlager? Ich muss hier gar nicht hier lang. Oh, das geht auch. So. Synchronisieren. Bevor ich hier diese Schätze finde, die wohl hier auf dieser Insel sein sollten. Als ob hier irgendwas auf dieser Insel ist. Beende ich jetzt die Folge und sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.